Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem nächsten WoW Shadowlands Vorschau-Video. Heute werden wir uns mal mit den Paktfähigkeiten des Magiers auseinandersetzen. Auch hier wieder, wie schon bei den anderen Klassen zuvor, ein paar richtig nette Zusatzfähigkeiten, die hier für uns Magier kommen werden. Wir schauen uns jetzt der Reihe nach an und fangen wie immer an mit den Kyrianern. Ja, strahlender Funke heißt die Fähigkeit der Kyrianer, die wir dort als Magier bekommen werden. Ist eine Fähigkeit 40 Meter Reichweite, 30 Sekunden Abklingzeit und wirken in 1,3 Sekunden. Wir beschwören einen strahlenden Funken, der sofort Arkanschaden verursacht und im Verlauf von 8 Sekunden dann nochmal zusätzlichen Schaden. Klingt jetzt noch nicht so interessant, jetzt wird es aber besser, denn das Ziel erleidet mehr Schaden durch eure direkten Schadenszauber, der bei jedem Treffer auch noch gestapelt wird. Dieser Effekt endet nach 4 Zaubern. Heißt im Endeffekt, wenn wir strahlender Funke einsetzen, gibt es erstmal Damage, dann ein bisschen Damage auf Zeit und die nächsten 4 Direktzauber, die wir einsetzen, sind zuerst um 10%, dann 20%, dann 30% und dann 40% verstärkt. Das lässt uns ein bisschen mit der Magier-Rota herumspielen, wenn man bedenkt, dass man die Fähigkeit alle 30 Sekunden einsetzen kann. Dann würde man halt das immer so auslegen, dass, ich würde jetzt mal sagen, die zwei stärksten Zauber oder der stärkste Zauber, den man hat, eben beim dritten oder vierten Stapel auf den Gegner draufhaut, denn dann macht man automatisch schon mal 30 oder eben 40% mehr Damage. Ja, und mein persönlicher Favorit liegt mal wieder bei den Necrolords. In dem Fall heißt es beim Magier Todesgeboren eine Fähigkeit mit 3 Minuten Abklingzeit. Nicht jetzt wegen des Effekts an sich, sondern einfach, weil wir uns 20 Sekunden lang in einen starken Skelettmagier verwandeln. Das alleine, die Animation ist schon so cool, dass für mich diese Fähigkeit, sagen wir mal, optischer Natur auf Platz 1 kommt. Und während wir eben in der Magierform, also in der Skelettmagierform für 20 Sekunden sind, treffen unsere Standardfähigkeiten von jeder Spezialisierung, also Arkanschlag, Feuerball und Frostblitz, 2 Gegner zusätzlich noch in der Nähe. Und generell ist der Schaden von diesen Zaubern dann auch nochmal um 10% erhöht. Das heißt, für gewisse Situationen bei 2 bis 3 Gegnern, Bossen, wie auch immer, ist diese Fähigkeit auf alle Fälle sehr, sehr praktisch. Man muss aber auch bedenken, dass halt die Wirkung, dass man 2 Gegner mehr trifft, nur eben mit den Standard-Casts zu machen ist. Also Frostblitz, Feuerball und Arkanschlag. Und die Fähigkeiten setzt man ja eigentlich nicht permanent ein, gerade wenn es jetzt in einer Phase ist, wo man extrem viel Damage raushauen muss. Ja, schauen wir uns mal die Magier-Paktfähigkeit der Nachtfey an. Hier sprechen wir von der sogenannten Machtverschiebung. Wir schöpfen für gewisse Zeit aus dem Boden Kraft und fügen Gegnern in der Nähe regelmäßigen Naturschaden zu. Also wir kanalisieren die Fähigkeit, ich glaube so um die 6 Sekunden. Die Fähigkeit selber hat 45 Sekunden CD. Das heißt, wir machen während der Kanalisierungszeit Flächendamage, auch mal für den einen oder anderen Magier-Spec sicher nicht so unpraktisch. Und der weitere Vorteil ist, dass während wir kanalisieren, werden die Abklingzeiten von unseren Fähigkeiten permanent verringert. Also generell eine sehr angenehme Fähigkeit. Es wird kanalisiert, es wird regelmäßig Naturschaden gemacht. Und noch dazu können wir vielleicht den einen oder anderen wichtigen Spell, der gerade auf Abklingzeit ist, eben stark verringern, damit wir den im Anschluss sofort wieder einsetzen können. Ja, und die Wendfire macht mal wieder den Abschluss meines Videos. Hier heißt die Fähigkeit des Magiers Spiegel der Qual. Wir beschwören 3 Spiegel, die den Gegnern 20 Sekunden lang quälen. Okay. Immer wenn das Ziel einen Zauber oder eine Fähigkeit einsetzt, wird ein Spiegel verbraucht, der dem Gegner dabei Schattenschaden zufügt und sein Zaubertempo sowie seine Bewegungsgeschwindigkeit um 15% verringert. Der letzte Spiegel fügt dem Gegner nochmal zusätzlichen Schattenschaden zu, macht ihn 4 Sekunden lang bewegungsunfähig und bringt ihn währenddessen zum Schweigen. Ja, klingt schon mal ganz nett, ist aber im Grunde eine Fähigkeit, die vielleicht im PvE-Bereich für den Magier jetzt nicht so viel Verwendung finden wird, einfach deshalb, weil der Schaden an sich nicht so sonderlich hoch ist, den die Spiegel verursachen und vielleicht für gewisse Situationen ab und zu ganz nett, dass man eben das Zaubertempo oder die Bewegungsgeschwindigkeit seiner Gegner kurzzeitig verringert
oder dass man eben mit dem letzten Spiegel den Gegner überhaupt 4 Sekunden lang bewegungsunfähig und zum Schweigen bringt. Aber das ist meiner Meinung nach doch eher auf der PvP-Seite eine Fähigkeit, die man sehr gut gebrauchen kann. Also für den Mage im PvP, Arena oder BG sicher sehr, sehr praktisch. PvE würde ich jetzt diese Fähigkeit nicht unbedingt einsetzen, wenn ihr halt Magier seid. Ja, nun hatte auch der Magier seinen Part in dieser Videoreihe. Ich hoffe, ein paar Fähigkeiten sind dabei, die euch für den Magier sehr zusagen. Vielleicht beeinflussen die nochmal eure Paktwahl, wenn ihr den Magier spielt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mage in Shadowlands. Ein paar Fähigkeiten machen ihn sicherlich noch gefährlicher. Bis dahin, alles Gute, euer Tradikilis.